Hallo YouTube AdSense hier, es ist mal wieder Zeit für einen Wochenvlog. Ich habe Zeit, ich habe Lust. Leof releases diese Woche und auch so kann ich dadurch ein paar Videos bringen. Wir machen heute Weekly Monday, was ging so das Wochenende raus? Und mal gucken, was die Woche noch so ist. Ein Opening bestimmt, dann noch Presale-Verkäufe. Jetzt habe ich erstmal unser Tagesgeschäft vorbereitet, kurz vor 8. Die Jungs kommen gleich, 1600 Artikel sind es circa. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in den Montag. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Schaut mal, was jetzt zum Montagmorgen 8.30 Uhr schon ankam. Lightning Overdrive, zwei Tage zu früh. Ziemlich cool. Tagesgeschäft ist vorbei. Und die Jungs machen die ersten Booster auf. Also haben wir hier dann in zwei Stunden schon für die ersten 60 Display eine kleine Ratio. Ziemlich cool. Kann man Vorverkauf besser steuern. Tagesgeschäft war auch soweit in Ordnung. Alles fertig. Ich habe ja schon mal ein Laptop hingestellt fürs Video nachher. Und ich mache jetzt auch noch ein Case auf, dass wir mal vorankommen hier. Live beim Aufmachen. Es könnte vielleicht genauso sein, ja, wir wissen es noch. Erik kam gerade zu mir, meinte, so kam das aus dem Booster raus. Guckt euch an, wie geknickt das ist. Das ist einfach nur gebogen auf jeden Fall. Also, das ist normal gebogen. Ja. Ich weiß nicht, was hier los ist mit den... Ja, es kam, ich weiß nicht, wie du es am besten filmen kannst. Nee, von der Seite hat man schon am besten gesehen. Ja, einmal oben und unten, ja. Einfach was willst du da machen? Reingestopft in das Display. Wenn da ein Starlight drin gewesen wäre, ist auf jeden Fall traurig. Ja. Wir haben auch schon eine gezogen, falls du es deinen euch zeigen möchtest. Okay, was ist das denn? Ein Baja The Grand Ready. Aha, sehr gut. Naja, das klingt ein bisschen komisch. Wir wollen einen Black Rose haben. Naja, das haben wir auch schon gesagt. Alles klar. Ja, gut, weitermachen. Kurz vor Feierabend. Setup steht. Jetzt gibt es ein Weekly Monday für euch. Was ging heute alles so raus? Und es ist endlich da. Haha. Ne, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Aber wir sind fertig. 60 Displays, 4 Starlight Rush. Mega gute Ratio. Das war gut. Und jetzt warte ich noch, bis Erik wieder reinkommt. Und dann drehe ich mal ein kurzes Video. Weil heute lohnt sich was, das euch mal wieder zu zeigen, was da alles wieder spekulativ aufgekauft wurde bei uns. Ich grüße euch zu meinem Feierabend am Dienstag. War heute kein langer Tag für mich. War gerade nach 5 Stunden im Büro. Habe aber das Wichtigste erledigt. Es gab wieder viele Sachen im Hintergrund zu klären, was steuerlich angeht, was Mitarbeiter angeht. Ja, ist halt Monatswechsel, ne? Da habe ich immer ein bisschen andere Sachen zu tun, aber halb so wild. Ihr seht den Erik noch im Hintergrund, der ist noch fleißig am Reinsortieren in unsere Hauptboxen, was heute inseriert wurde. Heute waren viele alte Editionen mit L am Start, das heißt die ganzen Legendary Collections auf jeden Fall. Da hat er immer mal durch den Raum gebrüllt, wenn er da einen Fundus hatte von der LCYW in First. Überläufer für 65 und so eine Späße. Ist alles teuer geworden aus den alten Sets. Und ja, auch Dank an euch, ne, weil ihr immer uns schön beliefert mit alten Sammlungen. Weiter so. Schickt uns früh was ein. Wir haben Zeit und Lust, das weiter durchzuarbeiten. Morgen ist dann Teambesprechung für den Monat Juni. Mal gucken, um was es da so allgemein geht. Corona ist ja gerade nicht mehr so ein aktuelles Thema. Dank Inzidenzwert in Halle unter 35. Und trotzdem müssen wir Vorsicht walten. Ne? Nach dem Team-Meeting gibt es dann noch die Aufnahme für das Opening. Mal schauen, wo wir das drehen, weil wenn morgen alle da sind, ist jeder Tisch belegt. Aber wir haben da ja noch eine Küche, vielleicht drehen wir da einfach mal kurz was ab. Ich will dann noch den Market Watch machen zum Vorverkauf, was so alles rausging. Die Diviner sind wie schon am Montag oder am Donnerstag kam das Video. Hatte ich ja schon gesagt, die werden wahrscheinlich noch teurer, die 50 Euro ist viel zu günstig und ja, dem ist gerade so, der ist gerade bei 75, habe gerade nochmal Preise aktualisiert. In dem Sinne sage ich mal Tschüss und mal gucken, wo ich euch morgen mitnehmen kann. Seht ihr das? Ich will nicht wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und das können wir so nicht an Kunden aussenden, das werden wir jetzt selber aufmachen und einfach hoffen, dass mit den teuren Karten auf jeden Fall nichts ist. Danke Post oder Distribution oder Produktion. Irgendwer hat falschen Paketgrößen genommen, dachte er, das reingedrückt und dann ist es noch beim Transport irgendwo runtergefallen anscheinend. So geht das hier seit Ewigkeiten schon, dass wir einfach mal OVP-Produkte bekommen, die kaputt sind. Nicht schön, aber unser Mittwoch läuft. Alle da, Teambesprechung ist vorbei, das lief ganz gut. Haben wir gebrainstormt, wie es die nächsten Monate weitergehen kann und
Ja, jetzt sind wir weiter an Kartenlisten. Da ist es schon Donnerstag, die Woche verrennt wieder wie im Flug. Hier sind ein paar Kisten angekommen. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Wahrscheinlich ein bisschen Pokémon OVP. Ich werde jetzt einfach mal aufruppen. Ich muss ja auch ein bisschen Ordnung heute schaffen, weil heute das Büro noch gesaugt, geputzt wird. Und ja, ich bin alleine hier. Die anderen beiden, die heute Schicht haben, sind im Homeoffice. Wir wollen das weiter beibehalten, auch wenn die Lage mit Corona sicher etwas entspannter. Wir haben mitbekommen, wir können das irgendwie lösen mit Homeoffice, auch ohne Corona ist das sehr angenehm, weil dann die Jungs nicht ihre Wege hin und zurück haben. Da spart man sich halt doch mal eine Stunde am Tag, die man dann sinnvoller benutzen kann. Und ob sie denn hier sitzen und Karten listen oder halt zu Hause das machen, das ist eigentlich recht egal. Ich vertraue den Jungs hier. Und auch so ist es, haben wir es in den letzten Wochen gemerkt, wenn wir jetzt mit 4 Laptops an CardMarket arbeiten, mit einer Internetverbindung, irgendwas liegt da an CardMarket, dass wir irgendwie nicht so viele Tabs aufmachen können. Wenn das jetzt nicht zentral läuft, können wir viel besser durcharbeiten. Also hat es nur Vorteile, das Homeoffice zu machen. Ich mache jetzt die Kisten auf und guck mal, was ich heute noch so schaffen kann. Es gibt immer noch einiges zu tun. Ein Hiso Restposten ist angekommen. Ein Case, nochmal günstig geschossen. Dann haben wir noch Nachschub bekommen von den neuen Tins von Pokémon. Sehr cool. Das sind jetzt englische. Waren die vom letzten Mal die deutschen? Ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall haben wir davon wieder 4 da. Und dann habe ich hier noch andere Pakete. Ich könnte vermuten, da sind sogar endlich unsere Toploader drin, die wir seit 3-4 Monaten bestellt hatten, die nicht lieferbar waren. Ich mache mal weiter auf. Jupp, wie ich dachte, wir haben wieder neue Toploader. Sind es die normalen? Ja. Die sehen ein bisschen anders aus. Was habe ich hier gekauft? Die muss ich gleich mal aufmachen. Nicht, dass ich hier eine falsche Größe. Oh, ja. Und Soft Sleeves. Hey, die waren nämlich auch Mangelware die letzten Monate. Haben wir jetzt alles wieder da. Und cool. Ja, das muss halt auch mal rein investieren, ne? Damit man hier einen ordentlichen Versandhandel betreiben kann. Ist zwar teuer, aber da kommt man nicht drum rum. Der frühe Wurm fängt den Vogel. Oder wie rum war das? Nee, guten Morgen, Leute. Ich bin heute früher hier, obwohl ich gestern ziemlich lange noch hier war, weil ich einfach denke, zum Freitag, wir sollen heute 30 Grad in der Halle haben, kann man ruhig mal früher Feierabend haben, damit ich auf meine 8,5 Stunden komme, halt dann mal früh rein. Und hier sieht's aus. Hier wurde ja gestern noch sauber gemacht. Ich darf das jetzt erstmal alles wieder runterstellen. Und habe ich euch schon mein neues Baby gezeigt. Mein neuer Drucker. Der Börse. Mit WLAN-Verbindung. Richtig gut. Von jedem Laptop aus können wir ab sofort drucken. Hätte ich viel früher machen müssen, aber naja, wie man halt manchmal als Unternehmer ist. Erneuerungen und Veränderungen, da tut man sich manchmal schwer. Und da wären wir auch schon wieder beim Samstag. Gestern habe ich gar nichts gefilmt, weil es war nichts Spektakuläres los. Wir haben Tagesgeschäft gemacht bis Nachmittag. Früh Feierabend gemacht, weil Wetter saugeil ist. Heute eigentlich auch. Und heute habe ich mir gedacht, naja, du bist die nächsten Wochenenden schon so verplant mit anderen Sachen. Ich mache auch endlich mal wieder Urlaub seit September, Ende des Monats. So dass ich mir gesagt habe, naja, mach mal Steuergramm für Mai direkt am ersten Wochenende vom Juni und dann haben wir es weg, bevor noch irgendwas dazwischen kommt, dass es dann Stress gibt und es später wird. Dann werde ich das Video ja noch schneiden und dann mache ich auch wieder raus in die schöne Sonne. Heute Abend wird noch gegrillt mit den Jungs. Wir dürfen mit, glaube ich, 10 oder 11 Leuten mittlerweile wieder zusammenkommen, das heißt mal wieder in einer größeren Gruppe. Und ja, das war es eigentlich auch schon dann wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like oder Abo da. Ich versuche jetzt mal mit so einem Wochenvlog euch auch was Neues aus Büroalltag beizubringen, mitzunehmen, wiederzugeben. Aber so langsam habt ihr, glaube ich, alles schon mitbekommen. Ja, vielleicht war es ja trotzdem interessant, das eine oder andere. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Jens.